Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Gim. Was ist mit dem FC Bayern in der letzten Zeit los? Wir gewinnen nichts mehr, wir kriegen nichts mehr gebacken mit der Mannschaft. Überhaupt nichts mehr. Zum Verzweifeln finde ich. Zum Verzweifeln irgendwie. Ich habe jetzt mal die Mannschaft gelassen erstmal ein bisschen, Leute. Weil wir. Also die sollen es einfach jetzt zeigen, sie können es noch, Leute. Ich will es einfach noch mal mit den Spielern noch mal wissen, Leute. Und dann halt nicht, dann halt nicht. Aber es ist halt einfach bitter. Es ist einfach zu bitter mit dem FC Bayern zurzeit. Langsam weiß ich auch nicht mehr, was wir machen sollen. Das ist es auch, das Nervige zurzeit. Ich krieg nichts mehr irgendwie gebacken mehr. Die Mannschaft spielt, wir haben gute Saison gehabt. Die Champions League sind wir weg. Wir sind 3 Punkte hinten dran, Leute. 3 Punkte sind wir hinten dran. Wir könnten noch Zweiter werden, Leute. Aber mit dieser Mannschaft, Leute, könnte ich es mir echt nicht vorstellen, dass wir das nochmal schaffen. Nochmal. Dafür braucht man halt noch 2 gute Siege. 2 gute Siege, Leute. Brauchen wir halt noch zwei Siege. Die 2 Siege müssen wir irgendwie hinkriegen, Leute. Irgendwie noch 2 Siege. Aber ob wir das schaffen mit dem FC Bayern in dieser Form, Leute. Schwer, Leute. Sehr schwer. Oh Mann, guck mal, es funktioniert ein. Oh, das war doch ab, aus. Alter, da war doch draußen der Ball, oder nicht? Alter Mann. Guck mal, die Bälle verlieren wir ja ach so leicht im Mittelfeld. Und das ist... Ne, guck mal, guck mal, Leute, wir sind ziemlich offensiv. Ich habe ein bisschen Ballbesitz und Pressing gemacht. Und trotzdem haben wir riesen Probleme nach vorne zu spielen, plötzlich. Und wir haben so Probleme. So riesen Probleme, die Bälle nach vorne zu bringen. Und wir machen auch kaum noch Tore. Lewandowski macht auch kaum noch was. Es ist einfach zum Verzweifeln, Leute. Boateng, was machst denn du da jetzt? Komm doch mal, köpf mal mit ein bisschen, meine.
Ah, die Bälle kommen auch nicht mehr so in den Zweikampf vor, in den Mittelfeld, im Sturm, wie in der Hinrunde. Und wieder, oh Mann. Alter Schwede. Alter, ich könnte mir fast vorstellen, Leute. Nach dieser Saison sind wir raus aus der Mann. Aua, was ist denn da los? Guck mal, Alter. Alter, die, wir kommen aus der aus dem eigenen Hälfte nicht mehr raus. Was ist, hä, ich verstehe es gerade nicht, warum das so. Ich bin echt am überlegen, ob wir die dritte Saison dann wieder auf Profi runtergehen, Alter, weil das schon ein bisschen zu seltsam finde ich, Leute. Ich denke, wir werden wahrscheinlich die dritte Saison wieder runtergehen, aber. Weil es ist ein bisschen zu heftig, finde ich. Weil wir haben in der Hinrunde haben wir so gut, es lief es so gut und jetzt zurzeit läuft es gar nicht mehr. Läuft es überhaupt nicht mehr? Ich verstehe überhaupt nichts mehr, was los ist mit Bayern München. Und es macht eigentlich auch so kaum noch Spaß, finde ich, Leute. So macht es auch irgendwie kaum noch Spaß, finde ich, Leute. Muss man ehrlich sagen. So, ja. Und dann tät ich sagen, geh mal lieber eventuell in der dritten Saison eventuell wieder runter auf Profi. Gehen wir auf Profi-Runner, Leute. Und dann ist es vielleicht ein bisschen. Ist man nicht mehr. Oh, das nervt so saumäßig. So, sorry. Aber zurzeit ist einfach irgendwie so. Wahrscheinlich gehe ich in die dritte Saison wieder mit. Gehe ich wieder runter auf Profi, Leute. Und dann schauen wir mal, ob wir bei Bayern noch bleiben. Oder vermutlich, was ich immer mehr vermute, Leute, dass wir rausfliegen aus bei Bayern. Weil wir einfach kaum Glück haben. Wir haben eigentlich die Bälle funktionieren diese Saison. Ach, in der Rückrunde überhaupt nichts mehr. Überhaupt nicht mehr. Und dann denke ich, gehe mal nach der Saison, wenn wir noch bei Bayern spielen. Wenn wir noch bei Bayern spielen, wechsle ich trotzdem auf Profi. Die sagt, gehe mal wieder auf Profi runter. Weil so macht, finde ich, auch nicht Spaß, die Spiele zu spielen, finde ich. Guck mal, die Bälle laufen. Es ist einfach ein Graus. Mann, echt, ich bin froh, Leute, wenn nach die Saison rum ist. Muss ich ehrlich sagen, Leute. Wenn die Saison rum ist, bin ich echt erleichtert bislang. Alle war und es ist so mitnehme Ballverlust. Ach, ja. Und wieder, ah Mann, da hätte man vielleicht
Und wir haben noch eine minimale Chance, Leute. Wir haben noch eine minimale Chance noch in den Top 4 zu kommen. Es sind ja nur 3 Punkte hinterm zweiten, Leute. Aber so braucht man nichts in der Champions League echt die zu spielen, Leute. Muss man echt ehrlich sagen. Muss man ehrlich sagen, Leute. Mann, oh Mädel. Es funktioniert einfach nicht. Oh, jetzt wechsle ich. Ah, Mann, Müller funktioniert auch nicht so richtig heute. Mann, oh Mädel. Und ich weiß auch, Mann, das ist ja das Problem. In der Hinrunde ging ja alles optimal. Mann, so ein Leichtingsfehler, Kimmich. So ein Leichtingsfehler, Kimmich, Anne. Ballverlust, oh Mann, und mir, ich bin. Alle die. Alter, was ist denn los? Ach, Mann. Ich sag, Leute, wir haben es einfach. Alle, ich verstehe es. Ich verstehe es zurzeit überhaupt nicht mehr. Ich verstehe es überhaupt nicht mehr, Leute. Warum zur Zeit Bayern München es seit der Rückrunde nicht kaum noch gewinnt, kaum noch ein Spiel gewinnen kann? Es ist mir ein Rätsel. Aber wie gesagt, so wie gestern in der gestrigen Folge, glaube ich, habe ich auch noch gesagt. Wir werden, denke ich, na, wenn die Saison abgelaufen ist und die neue beginnen, Leute, werden wir einen Schwierigkeitsgrad nach unten gehen wieder. Würde ich sagen, Leute, gehen wir eine. Weil wir haben echt. Seit der Rückrunde keine Chance mehr. Ich verstehe es nicht, warum, was los ist, was passiert in der Rückrunde. Ich verstehe es gerade überhaupt nicht, warum die Rückrunde so eine miese Saison lief. Allein Einnahme von Millionen. Ah, jetzt funktioniert die Pelle nicht mehr. Oh Mann, oh Mädel. Mann, oh Mädel, Alter. Ich bin froh, wenn die Saison endlich zu Ende ist. Muss ich ehrlich sagen, Leute, an. Muss ich ehrlich sagen, wenn die Saison rum ist, bin ich echt froh, wenn wir wirklich die Saison rum haben.
war es einfach die Saison der Katastrophen. Gummo, die Katastrophensaison. Einfach eine Katastrophe. Ist einfach nur katastrophal, finde ich. Es ist einfach nur eine Katastrophe. Wie gesagt, wir gehen nach dieser Saison, wenn wir die dritte Saison anfangen, wieder auf Profi runter. Weil es ist einfach nicht normal, was diese Saison war mit Bayern München. Wir haben einfach keine Chance mehr. Einfach keine Chance mehr. Und es ist einfach nicht normal, was die Saison uns bringt. Es ist einfach nur ein erschreckend. Heavy. Es ist einfach nur erschreckend, was in Bayern. Und Bayern macht mal ein nach langer Zeit wieder ein Tor. Aber ach, man muss sagen, glücklich, Leute, sehr glücklich. Glücklich kann man mehr als sagen. Aber wir brauchen 3 Punkte, Leute. Ein Unentschieden langt den FC Bayern überhaupt nicht, um ihn noch international mitzuspielen nächste Saison, Leute. Um noch international dabei zu sein, muss Bayern heute 3 Punkte holen. Aber es wird sehr schwer hier. Okay, wir spielen jetzt besser. Wir wissen, wir haben jetzt eine Chance. Warum flankt der nicht, Mann? Ich hab. Ey. Oh Mann, Lewandowski. Ball wieder vertändelt. Drei Minuten werden nachgespielt, Leute. Hopp, Lewandowski, geht doch zum Ball hin.
Alter, Gnabry rettet den FC Bayern vor einer Debakel wieder, Leute. Vor ein Debakel, Leute. Bayern kann doch gewinnen, okay. Aber ich denke, ob die Lebenszeichen noch dem Vorstand und sagt, dass wir noch ein Jahr weiterbleiben. Wenn, dann ändern wir vielleicht ziemlich bisschen was, Leute. Ändern wir ein bisschen was. Vielleicht bleiben wir dann doch noch in Weltklasse, vielleicht dann noch. Ich bin mir noch, wenn wir vielleicht bei Bayern bleiben sollten oder nicht, ich bin mir noch nicht sicher. Ich könnte mir vielleicht bleiben mir bei Weltklasse, aber es ist halt zurzeit echt ein Kraus. Trotz diesen 3 Punkte hier in Leverkusen ist es eigentlich für Bayern, hat es eigentlich nicht so richtig verdient zurzeit Bayern, muss man echt sagen, Leute. Bayern hat es zurzeit nicht verdient, finde ich. Hier in, für Deutschland in der Champions League zu spielen, Leute. Aber naja, 3 Punkte sind 3 Punkte. Wir haben wieder einen kleinen Anschluss auf die Tabellen, an Tabellenplatz 2 vielleicht. Wir sind jetzt Dritter, Leute, 3 Punkte hinten dran. Trainiere werde ich zurzeit nicht. Trainieren werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr, Leute. Weil ehrlich gesagt, ich finde, es bringt nicht viel mehr. Köln ist Tabellenführer, Alter. Wir haben 3 Punkte, noch 2 Spiele. Es könnte noch klappen mit Bayern München, aber ich weiß es echt nicht. Es wäre heftig, wenn man es wirklich schafft. Und wir tun Bayern weiter motivieren. Wir können nur motivieren, Leute. Wir können nur motivieren. Aber Leute, ich würde sagen, gegen Augsburg spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.